Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Die Markthalle in Kassel ist seit Jahrzehnten eine Institution, sozusagen ein Kulturgut, in der auch nordhessische Produkte und Spezialitäten angeboten werden. Insofern steht die Markthalle natürlich im öffentlichen Interesse. Dass die Markthalle nicht erst seit gestern Probleme hat, wird in diesem Haus wohl niemand bestreiten. Allerdings haben mehr oder weniger alle Markthallen in Deutschland Struktur- und Funktionsprobleme. Dies beweist eine Studie des größten deutschen Marktforschungsinstituts GfK aus Nürnberg, Gesellschaft für Konsumforschung. Es braucht also kreative Lösungen, die aber immer unter der Prämisse stehen müssen, dass das Kerngeschäft der Markthalle, nämlich die Marktbeschickung, nicht gefährdet, sondern gestärkt wird. Die antragstellenden Fraktionen sind einhellig der Meinung, dass es insofern notwendig ist, die Stadtgesellschaft über den derzeitigen Stand des Entscheidungsprozesses zu informieren und darüber hinaus so weit wie möglich proaktiv einzubinden. Denn letztlich sind es doch die Kunden der Markthalle, die das jeweilige Konzept mittragen, in dem sie der Markthalle treu bleiben. Wenn jetzt aber der eine oder andere, übrigens auch von der schreibenden Zunft, der Meinung ist, dass eine Bürgerversammlung zum Thema Markthalle reiner Populismus ist, dann zeigt dies lediglich, dass diese Leute ein durchaus gestörtes Verhältnis zu einer pluralen Stadtgesellschaft haben, wie wir sie hier in Kassel nämlich sind. Und wer jetzt behauptet, das Konzeptverfahren im Rahmen der Erbbaubestellung sei schon abgeschlossen, der kennt ganz offensichtlich die HGO nicht. Also ich kann für mich als Stadtverordneter jedenfalls mich nicht mal erinnern, einen Beschluss zu dieser Vergabe bis dato gefasst zu haben. Und es sind ja auch noch einige Fragen offen. So zum Beispiel, ob die in der Erbbaubestellung implementierten Kriterien überhaupt vollumfänglich eingeplant worden sind seitens Sprengberg und Herrn Merz. Oder aber ob die Matrix an das Konzept, an die oben genannten, angepasst worden sind. Ebenso steht die Frage im Raum, welche Priorität ein gegebenenfalls vorgesehener Neubau am Graben beigemessen wird. Gestatten Sie mir noch zum Schluss ein paar Worte zur letzten Berichterstattung über die Markthalle in der HNA und dem Extratipp. Wenn sich dieser in beiden Artikeln beschriebene Vorgang tatsächlich so abgespielt haben sollte, dann ist dieses Vorgehen nicht sonderlich vertrauenserweckend und wirft im Grunde weitere Fragen auf, die die jeweiligen Bieter bzw. die jeweiligen Konzeptbesteller beantworten müssen.